Hallo, die Link-Entscheidung des LG Hamburg und des EuGH haben insbesondere bei Unternehmern zahlreiche Verunsicherungen hervorgerufen. Hafte ich jetzt für jeden Link, den ich auf meiner Seite gesetzt habe? Was kann ich dagegen machen? Wie kann ich dieses Haftungsrisiko minimieren? Diese Fragen beantworten wir beide jetzt hier im Video. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Tobias Röttger von der Mainzer Medienkanzlei Gulden Röttger und sitze heute gemeinsam hier mit dem Dirk, der bei uns die Social Media und das Marketing betreut. Viele von euch haben gehört, es ging ein Aufschrei durch die Presse. Es gibt eine LG Hamburg-Entscheidung sowie eine EuGH-Entscheidung zu der Frage, darf man einfach noch Links auf Seiten setzen oder haftet man automatisch dann dafür, wenn auf dieser Seite eine Urheberrechtsverletzung begangen worden ist? Es herrscht enorme Verunsicherung und es sind zwei extrem komplizierte Entscheidungen. Dazu haben wir ein ausführliches Video vom Kollegen Carsten Gulden bereits veröffentlicht und wir haben auch noch einen ausführlichen Blogartikel. Beide sind unten in den Beschreibungen verlinkt. Heute in diesem Video geht es um die praktischen Fragen. Ja, Dirk hat ziemlich viele Fragen gerade über die Socials von Unternehmern bekommen und ja, leg mal los. Also, was immer wieder kam, war: Was mache ich denn, wenn ich ein Händler bin und habe Links auf Produktseiten? Da stellt sich für mich natürlich dann immer die Frage, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt Links auf etliche von meinen Herstellern, die mir die Sachen liefern. Was mache ich mit den Links? Wenn du natürlich 100%ige Sicherheit haben willst, ja, da kommen ja oft auch immer Mandanten und sagen, ich möchte zu 100% safe sein, dann muss ich leider die sehr unbefriedigende Antwort geben, dann darfst du gar keine Links setzen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so toll. Geht es nicht irgendwie auch anders? Ja, in beiden Entscheidungen, die ich oben angesprochen habe, gibt es ein Hintertürchen. Und zwar haben die Gerichte gesagt, derjenige, der so einen Link setzt, als Gewerbetreibender, der ist gewissen Prüfpflichten ausgesetzt. Ah, okay. Und was sind das für Prüfpflichten? Ja, das haben die uns leider nicht mitgeteilt, weil beide Fälle waren Einzelfallentscheidungen und da kam dieses Thema nicht direkt auf. Also können wir nur als Anwalt, kann ich mir natürlich nur Gedanken darüber machen und habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht. Ja, auch dort gibt es verschiedene Abstufungen an Risiken. Ja, beispielsweise ziemlich sicher wärst du dann, wenn du quasi dem Seitenbetreiber, auf den du verlinken willst, jetzt zum Beispiel auf deinen Produktanbieter, wenn du dem einen Garantievertrag vorlegst und sagst, hier, bitte stell mich frei und garantiere mir, dass du sämtliche Rechte hast. Okay, das ist praxisfremd. Ja, wird keiner machen. Warum setze ich mich einer Haftung aus dafür, weil jemand auf mich verlinken will? Gehe ich auch von aus, wird so gut wie keiner machen. Und was kann man dann noch machen? Was auch gehen würde, ist wahrscheinlich, dass du denjenigen anschreibst per E-Mail und sagst, hier, ist das alles in Ordnung, was auf deiner Seite jeden ist? Jeden einzelnen Link, das heißt jeden Hersteller, der mir etwas liefert. Auf jede Unterseite vom Hersteller, auf die du verlinkst, musst du immer wieder fragen, hier, okay, also gibt es da eine Urheberrechte? Ist für mich als Händler auch viel zu umständlich und zu teuer im Endeffekt auch. Ja, du hast wahrscheinlich keine Zeit, ist also dementsprechend auch ziemlich praxisfern. Okay, und was ist jetzt das Geringste, was ich denn machen muss, um vielleicht nicht in die Haftung zu kommen? Ja, entscheidend ist ja, was die Gerichte sagen, ist das für dich erkennbar, dass da eine Urheberrechtsverletzung ist? Ja, und da sage ich, wenn ich mir jetzt gerade, jetzt in deinem Beispiel, ja, du bist Händler und verlinkst auf deine Produktseiten und du arbeitest seit Jahren mit dem zusammen und hast noch nie irgendwas gehört, dass es da Urheberrechtsverletzungen gab. Ja? Oder du guckst dir die Seite an und da ist ein Impressum, alles vorhanden und ist nicht erkennbar, dass dort wirklich, was weiß ich, da sind irgendwelche Copyright-Zeichen abgeschnitten. Oder auf der Seite sind auf einmal aktuelle Kinofilme zu sehen, die noch im Kino laufen oder Musikalben, die noch gar nicht veröffentlicht sind. Okay. Dann sage ich, dann kann es für dich eigentlich nicht erkennbar sein. Und da kann ich mir auch nicht vorstellen, ja, dass die Gerichte tatsächlich so entscheiden und sagen, du haftest dann. Also da sehe ich sehr gute Möglichkeiten, wenn es mal zu einer Abmahnung kommt, eine solche abzuwehren. Okay. Und ja, dann gibt es ja noch die Möglichkeit eines Disclaimers. Also ich sage einfach, hör mir auf. Nein, das macht gar keinen Sinn zu sagen, Haftungsausschluss für alles, was ich verlinke, ist egal. Das geht ja seit Jahren rum. Ein Disclaimer wird immer im Impressum angebracht. Der hat überhaupt keinerlei rechtliche Relevanz. Damit wird keine Haftung ausgeschlossen. Fakt. Okay, gut. Also im Endeffekt bedeutet das für mich, ich habe keine 100%ige Sicherheit. Genau. Habe ich nicht. Jetzt stellt sich für mich dann die Frage als Unternehmer, wie hoch sind denn die Kosten einer Abmahnung, damit ich das wirtschaftlich vielleicht abwägen kann? Ist der Link für mich das wert? Ja oder nein? Oder die Links? Ja, das geht immer nach dem Gegenstandswert. Und wenn es jetzt zum Beispiel um ein Bild geht,
sind das 500 Euro Anwaltskosten, die du an den Gegner zahlen musst, wenn du in einer außergerichtlichen Abmahnung erhalten hast. Es ist also ist noch kein Weltuntergang. Ja, ist natürlich, sind Kosten definitiv, aber muss man dann für sich abwägen. Sagt man, ist das, ich benötige unbedingt diese Links, dann denke ich, kann man das mit einkalkulieren. Okay. Ja, also im Endeffekt kann man festhalten, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, sondern man muss irgendwie schauen, dass es doch eine sehr individuelle Geschichte ist. Genau. Ja, derzeit stochern wir tatsächlich im Nebel. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und man kann auch nicht sagen, wie sehen denn jetzt wirklich diese Prüfpflichten aus. Dazu werden wir ein neues Video machen, wenn das mal gerichtlich entschieden worden ist. Aber was ich euch sagen kann, ist, wenn euch tatsächlich mal ein Urheber oder ein Rechteinhaber anschreibt und sagt, hier, du verlinkst auf eine Seite, auf der eine Urheberrechtsverletzung stattfindet, dann löscht den Link, weil dann habt ihr Kenntnis, positive Kenntnis von der Urheberrechtsverletzung und dann haftet ihr auch. So, ich hoffe, das Video konnte euch so ein bisschen helfen oder so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt die doch einfach unten in den Kommentaren und ich hoffe, wir sehen euch auch beim nächsten Video. Tschüss, bis dann. Tschüss.